Ja, hallo, hier ist wieder Moni im Kiwi und ja, diesmal habe ich mir überlegt, dass wir noch etwas kochen. Wir hatten beim letzten Mal was Italienisches, diesmal machen wir etwas chinesisch inspiriertes und zwar asiatische Bratnudeln. Geht auch total einfach. Wir brauchen ein Päckchen Mie-Eiernudeln. Die gibt es in jedem Supermarkt. Das sind so Nudeln, die kochen sehr kurz. Ihr kennt die vielleicht als Yum-Yum-Nudeln. Diese Yum-Yum-Nudeln sind ja meistens mit irgendwelchen Zusätzen. Das hier sind diese ganz normale Instant-Nudeln mit Ei, die man dann einfach in heißem Wasser 6 Minuten kocht und dann sind die fertig. Dann brauchen wir Hühnerbrust, 500 Gramm. Achtet bitte wie beim letzten Mal auch schon mit den Eiern auf die Haltung, möglichst, wenn es geht, Bio. Die sind zwar etwas teurer, aber haben auch deutlich bessere Haltungsqualitäten. Und Haltungsbedingungen natürlich. Und da sollten wir auch ein bisschen drauf achten. Ja, dann brauchen wir eine Ingwerwurzel. Die gibt so ein bisschen Schärfe. Und einen Bund Frühlingszwiebeln. Und noch zwei Knoblauchzehen. So, dann können wir auch schon loslegen. Ach so, ich habe fast das letzte vergessen, das ist Sojasauce. Die brauchen wir noch, um das Ganze zu übergießen. So, jetzt fangen wir einfach an. Und zwar Wasser erhitzen mit etwas Salz dazu und dann die Nudeln nach Packungsangabe kochen. Das ist ganz wichtig, denn die brauchen nur 6 Minuten. Und wenn ihr die zu lange kochen lasst, werden die ganz schnell matschig. Das Huhn wird jetzt in kleine, fingerdicke Streifen geschnitten. So, also ganz großzügig in Streifen schneiden. Das ist die Hühnerbrust. Ja, und dann. Kann man das auch gleich in einer Wokpfanne am besten erhitzen. In einer Pfanne zubereitet, der kann dann, wenn die Hühnerbruststücke fertig sind, die einfach in eine Schale schon mal geben. Die müssen auch nicht warm gehalten werden, die kann man dann hinterher noch mal einmal warm machen. So, und ganz wichtig ist jetzt im Anschluss, wenn ihr das Huhn zuerst zubereitet, dass ihr eure Arbeitsmaterialien, also das Brett, das Messer, alles was mit dem Huhn in Kontakt gekommen ist, wirklich mit heißem Wasser und Spüli, das alles gut reinigt, denn sonst habt ihr, wenn ihr jetzt die anderen Zutaten benutzt, die Gefahr der Übertragung von Salmonellen. Das kann relativ schnell passieren und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr auch gut mit heißem Wasser und Spüli alles reinigt. Ja, das Wasser salzen und zum Kochen bringen und sobald das Ganze kocht, die Nudeln da rein. 4 Minuten brauchen wir sogar, nur keine 6 Minuten. 6 Minuten wäre schon wieder zu lang. Also Deckel drauf natürlich, ne? Aber und 4 Minuten kochen lassen. Einfach abgießen, intensiv, fertig. Das war's dann jetzt für die Nudeln. Die können wir jetzt hier zum Abtropfen hinstellen. Die Zwiebel enden abtrennen, natürlich vorher waschen, ist klar. Und dann in Ringe schneiden. Fertig sind sie und weiter geht's mit dem Ingwer. Den Ingwer müsst ihr zerpellen, pellen. Das geht am besten mit so einem Spargelschäler oder mit einem scharfen Messer. Erst in Scheiben schneiden und dann in kleine Würfel. Ja, den Knoblauch von der Schale befreien, wenn ihr habt mit einer Knoblauchpresse, ansonsten wirklich sehr fein. Hacken, so fein wie es geht, einfach in kleine Würfel schneiden. Dann noch etwas Öl in die Pfanne und damit könnt ihr dann die restlichen
Zwiebeln, mit dem Knoblauch und dem Ingwer in die Pfanne geben und kurz anbraten, bis die Zwiebeln glasig sind. Etwas Salz und Pfeffer und dann die Nudeln dazu. Das sind jetzt etwas viel Nudeln, deswegen angepasst zur Fleischmenge. Kann man ruhig etwas weniger. Kein Problem. So. Ruhig großzügig und dann zum Abschluss etwas Zitronensaft. Wenn eure Zwiebeln mit dem Ingwer und dem Knoblauch angedünstet sind, das heißt ja auch Bratnudeln, könnt ihr die Nudeln nochmal dazugeben und einfach in der Pfanne nochmal anbraten. Einfach nochmal unterrühren das Ganze. Und ruhig etwas anbraten. Aufpassen, dass euch das Ganze natürlich nicht in der Pfanne anpappt. Und ruhig noch etwas Sojasauce ganz großzügig darüber. Außer ihr mögt sie nicht, dann nimmt er natürlich etwas mehr. So, das war's auch im Grunde genommen schon. Dann wieder das Ganze zur Schale dazugeben, zu dem Hühnerfleisch. Fertig sind die asiatischen Bratnudeln. Wenn ihr mögt, noch etwas Zitronensaft darüber und noch etwas von der Sojasauce.